Rüdiger May, eine sichere Bank im Ring. Der 26-Jährige ist reif für einen großen Titelkampf. Der deutsche Meister im Leichtschwergewicht aus dem Hause Sauerland steht seit 1994 als Profi im Ring. Seine Bilanz: 32 Kämpfe, 31 Siege, davon 6 K.O. Den gebürtigen Sachsen aus Merane zeichnet vor allem eins aus: er wird von Kampf zu Kampf immer besser. Ringfrei, Runde 1, Round 1. Der heutige Gegner von Rüdiger May trägt einen großen Namen. Er heißt Mohammed Ali, genauer gesagt Mohammed Ali Bouraoui. Er kommt aus Algerien und lebt seit 3 Jahren in Frankreich. Kampf im Cruisergewicht, über 8 Runden. Rüdiger May, rechts im Bild, der deutsche Meister in diesem Limit. Er sollte ja eigentlich heute um die IBF Interconti-Meisterschaft boxen, doch der Gegner Baldwin Longwana aus Südafrika sagte kurzfristig ab. Und da wurde von Matchmaker Jean-Marcel Nartz ganz schnell ein neuer Gegner besorgt. Und das ist besagter Mohammed Ali Bouraoui. Rüdiger May, 1,96 Meter groß, hat natürlich die längere Reichweite und sollte versuchen, die auch hier in diesem Kampf zu nutzen. Der Algerier hat eigentlich nur eine Chance, schnell in die Halbe- und Nahdistanz zu kommen und dann mit Hakenserien Treffer zu landen. Beide kennen sich ja sehr gut, denn am 16. Dezember 2000 haben sie in Karlsruhe schon mal gegeneinander geboxt. Und das war ein sehr ansehenswerter Kampf. Rüdiger May gewann nach Punkten und der Fight ging über 8 Runden. Heute also die Revanche. Und da hat sich Mohammed Ali einiges vorgenommen. Ringrichter Arno Pockrand aus Köln verschafft sich da Gehör. Die erste Runde noch recht verhalten geboxt von Rüdiger May. Versucht erstmal die Distanz zu finden. Hier die Linke hat gesessen. Ganz gerade geschlagen, bis schnell. Ja, und das war die erste Serie. Und Sie sehen es, wenn der Algerier angreift, manchmal ein bisschen reinstürzt, dann muss Rüdiger May stehen bleiben und die Schlaghand als Konter gegenschlagen. Knapp 30 Sekunden noch. Bislang leichte Vorteile für den deutschen Meister, für Rüdiger May. Ja, ganz entschlossen jetzt auch in die Rechte als Haken zum Körper geschlagen. Dieser Kampf nicht ganz so spektakulär wie die beiden von Cengiz Koç und Mario Stein, aber auch das dürfte ein interessantes Gefecht werden. Erste Runde mit Vorteilen für May. Das war Ihr Beifall für die erste Runde. Zeit, einen Mann vorzustellen, der heute Abend hier wieder einen Großeinsatz hat. Er hat Sven Otko und Markus Breyer zum Weltmeister gemacht, hat viele Talente, unter anderem Rüdiger genannt. Uli May, herzlich willkommen in Magdeburg. Uli Wegner. Und wir begrüßen auch seine beiden Assistenten, Harpo Seefig und den Cutman aus London, Paddy Mancini. Ringfrei, Runde 2, Round 2. Second round is. Die zweite Runde in diesem Cruisergewichtskampf zwischen Rüdiger May in der orangefarbenen Hose und Mohammed Ali Bouraoui. Schon vor dem Gong stand Rüdiger May ganz entschlossen in der Ringmitte und wartete auf seinen Kontrahenten. Schön die linke Führungshand. Tja, bei 1,86 Meter
bringt Mai. Nur 86 Kilo auf die Waage, wollte ich sagen. Und da ganz überraschend eine Links-Rechts-Kombination zum Kopf. Und das sieht man bei Rüdiger Mai nicht alle Tage. Meistens gewinnt er nach Punkten. In 32 Kämpfen nur 6 K.O.-Siege. Aber hier sieht es ganz nach einem kurzrundigen Erfolg aus. Ganz entschlossen, Rüdiger Mai versucht hier seine Chance zu nutzen. Und da ist der Kampf schon vorbei. Das ist wirklich eine Überraschung. Das ist wirklich eine Überraschung. Im 33. Kampf erst der 7. K.O.-Erfolg. Man muss sagen, Mohamed Ali kam hier austrainiert nach Magdeburg aus dem Trainingslager beim Universum-Boxstall in Hamburg. Hat er Sparring gemacht. Also war schon vorbereitet und fit für diesen Kampf. Aber diese Schlagserie kam doch etwas überraschend. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Da sehen Sie noch eine kleine Samba-Einlage. Ja. Man kann nur hoffen, dass Rüdiger Mai hier die rechte. Dass Rüdiger Mai bald einen Titelkampf bekommt. In den nächsten 12 Monaten soll es soweit sein, dass er vielleicht um die WM boxen kann. Vielleicht bekommt er vorher noch eine Interconti-Meisterschaft. Der Mann in der roten Ecke, der uns leider schon verlassen hat, Mohamed Ali Burahoni, gab den Kampf nach 53 Sekunden der zweiten Runde auf. Und damit Sieger durch TKO und auch in seinem 33. Kampf für den 32. Sieg aus Deutschland. Rüdiger, genannt Rudi Mai. Ja. Zweite Runde, vorzeitiges Ende, starke Vorstellung. Auf 12 Runden hatte er sich vorbereitet auf diesen Titelkampf. Und jetzt ist nach 2 Runden schon Feierabend. Er ist gereift, er hat zugelegt unter Uli Wegner. Und auch er hat noch viel vor. Rüdiger Mai und den